Hallo meine Lieben, es geht weiter hier in Ion Free to Play. Mein Name ist Administrator und ich begrüße euch auf dem Kanal Team Gaming Castle. So, da wollen wir mal gucken, ob wir noch genau die Quest haben wir angenommen. Die Hauptkampagne möchte ich auch gerne. Ja, komisch. Wo sollten wir denn nochmal hin? Ah, das ist nicht dieser. Was war denn jetzt unsere Aufgabe? Wo? Hm? Das verwirrt mich jetzt. Nein. Quest, genau. Schön. Das ist super. Mache ich die Quest. Gar keine mehr offen? Ah, episch. Doch, da, hier. Sprech mit Riala. Alles klar, die müsste da unten sein. Moment, in welche Richtung? Welche Richtung? Da. Hier bin ich. Wo laufe ich denn lang? Jetzt bin ich aber irgendwie, also wegtechnisch komplett verwirrt. Oh, immer ruhig bleiben. Oh, du. Jetzt haben wir es ihm aber gegeben. Sehr schön. Dann laufen wir mal zu Riala. Um zu gucken, was die eigentlich von uns will. Das können wir gleich noch machen. Gut, wir müssen hier lang. Bleib ruhig, Miezekatze. Da müsste sie gleich hier unten irgendwo stehen. Und vorsichtig um. Da oben ist das. Ja, genau. Jetzt erinnere ich mich wieder dran. Schön. Alles klar. Tutorial. Okay, machen wir mal. Hä? Was sollen wir denn damit? Wir können doch gar keine Schwerter benutzen. Ja. Oder wer? Seid ihr bereit, etwas Neues zu lernen? Natürlich. Ich werde euch Lumiels Morphkunst genauer erklären. Hört genau zu. Klickt zunächst rechts unten auf Start, um das Menü zu öffnen. Klickt zunächst auf Lumiels Morphkünste, um das Fenster für Lumiels Morphkünste zu öffnen. Schöne Sache. Lumiels. Da. Ich werde einfaches Morphen als Beispiel nehmen, um es euch zu erläutern. Ja gut, das können wir jetzt machen dann. Im Reiter Informationen zur Morph erhaltet ihr genauere Informationen über das Morphen. Schön. Unter Details erfahrt ihr, welche Gegenstände als Material eingesetzt werden können. Unter Ergebnisdetails erfahrt ihr, welche Gegenstände ihr durch das Morphen erhalten könnt. Wählt im Würfel das zerbrochene Langschwert des Sonderlegionärs Rang 5 aus und registriert das im Inventar für Morphmaterial. Ja, schön. Und hier, ne? Hier rein. Gut. Am Morph-Graphen könnt ihr die Morph-Punkte ablesen, die ihr noch erwerben müsst. Drückt die anschließend auf Bestätigen, verschwindet das Material und eure Morph-Punkte werden aufgeladen. Zu Beginn der Morphkunst erhaltet ihr eine Vorschau über 5 verschiedene Gegenstände, die ihr erhalten könnt. Ihr könnt allerdings nicht alle 5 Vorschau-Gegenstände erhalten, sondern nur einen. Wenn ihr an dieser Stelle auf die Taste Morph-Ziel auswählen drückt, erhaltet ihr diesen Gegenstand. Damit ist die Lektion abgeschlossen. Nutzt dieses Wissen mit Bedacht. Neue Fähigkeiten. Schön.
Müsste eigentlich eine. Ist das auch jetzt eine oder ist es eine Vor-Dings? Werden wir gleich sehen. Wir brauchen mehr Platz. Ist das hier? Gut. Jetzt bitte da oben in die Ecke, habe ich schon mal gesagt. Ja, und die Fähigkeit bitte hier rein. Hier am besten auch. Oder doch, ja. Möchte ich gerne diese. Kann ich die irgendwie bewegen oder so? Ja, so ist besser. Das ist was anderes, aber naja. Dann möchte ich die doch lieber hier vorne haben. Cool. Ja, können wir schließen. Wie ging das jetzt nochmal? Hier. Morph-Künste. Habe ich da irgendwas? Ja, das hier. Einschmelzen. Ja. Wie viel brauche ich dafür? Boah, ultimative Waffenkiste. Das ist. Ist das neu jetzt? Also mir kommt es jedenfalls neu vor, deswegen. Geile Sache. Können wir noch nicht öffnen? Können wir öffnen? Ja. Schön. Schön, schön. Und bitte nach hier. So. Mit dir sollen wir reden. Nein. Geh doch aus dem Weg, Frau. Willkommen, Sophia Lea. Ja, moinsen. Seid vorsichtig, hier wimmelt es nur von Lefferafisten. Wir sind auf der Suche nach dem Giftlabor hergekommen, aber ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Wir sagen, dass wir deswegen gekommen sind. Dann hat Riley euch also geschickt. Es sieht so aus, als würden die Lefferafisten im Giftlabor Gift aus dem Giftschleim extrahieren, um es Kiros Testsubjekten zu injizieren. Allein die Vorstellung von Kirussen mit Giftzähnen ist erschreckend. Sophia Lea, könntet ihr die Experimentzutaten der Lefferafisten zerstören? Na, aber sichi. Falls du es noch nicht wusstest, wir sind für sowas echt gut geeignet. Also in sowas, wir sind ziemlich Pros in sowas. So. Cool. Genau. Wir müssen jetzt diese Objekte hier zerstören. Dann schnappen wir uns die Kameraden noch gleich mal. Bam, Bitch. Alles klar. Warum sind die jetzt hier unten drin? So. So. So gefällt mir das schon viel besser. Ja, wir müssen noch ein paar abschlachten. Abschlachten. Unser Fachgebiet also. Okay, das ging schnell. Das Versuchslabor betreten. Gut, dann müssen wir dem mal kurz eine auf die Nuss geben. Ja.
Und dem hier auch. 대상이 없습니다. Dem auch. Hallo. Den hat's erwischt. Sorry. Oder nicht sorry, du bist uns vollkommen egal. Kämpfen bis zur Erschöpfung. 잘못된 대상입니다. Wieso mache ich mir immer so viele Feinde? Das ist klar, die Fähigkeit ist einfach viel zu heftig. Gut. Kleiner Dreckiger, ich werde dir gleich mal zeigen, wo du hingehörst. 대상이 없습니다. Du auch, mein Freund. 대상을 찾을 수 없습니다. Ich glaube, es hackt. Ja. Ja. Und noch ein paar Fame-Punkte sammeln hier. Ein paar XP sammeln. Du bist tot. Jetzt ja leider dadurch schade. Warum ist das? Hä? Wer greift denn da an? Hä? So. Dürfte jetzt besser funktionieren. Wir machen hier alles platt. Und er läuft auch noch raus. Genial. Jetzt erhol dich doch, du. Super. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Alles klar. Weiter geht's. Du gehst mal bitte kurz sterben. Stirb. So, hier müsste der Kollege drinnen sein, den wir suchen. Hallo, wir suchen dich. Ah, seid ihr Surveyor? Dieser Ort ist äußerst gefährlich. Nee, echt jetzt? Endlich kann ich den Ätherfluss in den Ätherfluss zurückkehren. Lefrafisten missbrauchen Menschen, Davias und Waldlebewesen für ihre Experimente. Das muss endlich aufhören. Ich werde euch alles sagen, was ich weiß. Die Lefrafisten erschaffen im Geheimlabor künstlich merkwürdige Kreaturen. Ich habe den C4 Davia, die gerade hier waren, dasselbe erzählt. Wenn ihr euch beeilt, könnt ihr gemeinsam gehen. Ihre Namen lauten, ich glaube, sie heißt Roger. Ja, nee, echt. Freni 실험실을 빠져나가는 길로 나가 바로 우측을 향해 올라가면 혁명단 비밀 연구소 입구를 찾으실 수 있을 겁니다. 굿. 굿, Kamerad, dann wissen wir schon mal. Ach nö. Na gut, gehen wir. Nehmen wir. Was ist denn, wie kann ich das jetzt einsetzen? Hm. Willst du es wirklich, Kamerad? Willst du es wirklich? Ah, ich hasse dieses. Man erleidet immer wieder Schaden. Hm. Vergiftung. Vergiftung, Vergiftung. Ja.
Okay, ich habe gerade das Herz nicht gelöst. Pünktlicher Roger, da ist er ja, oder sie. Moinsen. Die Lepra-Prinzen haben alle möglichen Kreaturen in Hyrun eingefangen und für ihre Experimente missbraucht. Anschließend wurden die Ergebnisse dieser Experimente auf ganz Hyrun angewendet und trugen zur Ausbreitung der Wüste bei. Ein Kyros fängt man nur in seiner Höhle. Wir müssen sofort reingehen und die Experimente stoppen. Also, Fresse polieren. So, du gehst mal schön weggehen. Und wir prügeln uns jetzt hier durch. Yep. Blödsinn brauchen wir nicht kaufen. Kompletter Schwachsinn ist das. Wir wenden das. Ich könnte gelaufen. Komm doch her! Oh, was wir benutzen? Ist hier nicht irgendwo so ein Vieh? Müssen ja am besten schnellstmöglich fertig werden. Cool. Kauriga nomu momida. Du kleine Sektentusse. Die schrägen wir auch. Tot. Ist ja so eine Art Sekte hier. Geheimgesellschaft, wie auch immer man das nennen möchte. Was hast du hier? Ein Schlüssel, ne? Ja. Schön. Auch der Chef muss dran glauben. Sorry. Okay, du bist stark. Aber retten wird dich das nicht. Niemand kann sich retten. So, ein bisschen einmal schön Wein genießen hier. Auch jetzt nicht. Jetzt nicht. Dafür habe ich jetzt aber auch wirklich keine Zeit. Wir sind hier schon halb angesoffen, also von daher. Ja, ja, ist gut, ist gut. Beruhig dich. Du bist auch noch weg. Oh, bleib doch einfach stehen. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's, Freundchen. So nicht. Oh, du bist als nächstes dran. Okay. Oh
Gott. Du bist der Letzte deiner Art. Cool, wir sollten hier noch ein Buch lesen, glaube ich. Das können wir sofort dich berichten. Auch wieder Bleicheln bekommen. Heißt also, schön. So, was ist das jetzt? Ja, meine Lieben, das war's ja schon mit der Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich habe gerade den Timer gesehen. Ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bitte das Bewerten nicht vergessen und bis zum nächsten Mal.